ein Notruf in Wiesbaden. 6381, 6381, 5 Stand. 6381, hört. Bahnfahrzeugstand ist frei. Ein 6 Bruder an der gerade auf Stillstand. Oh. Für viele im Rettungsdienst ist eine Kinderreha das Worst-Case-Szenario. Muss mal gucken, wie man damit umgeht. Es ist schon traurig, wenn das unsere erste gemeinsame Reha wäre. Ich wäre nicht das erste Kind, das ich reanimiere. Kinderreanimation bei mir ist jetzt so eine Sache. Also ich war gerade 2 Wochen RS und meine allererste Reha im Rettungsdienst war tatsächlich eine Kinderreha. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen anders gebaut als mein Kollege. Es ist ein Trauma für die Eltern. Deswegen versuche ich das Beste draus zu machen, keinen Stress reinzubringen und zu schauen, dass wir das Kind dann halt aber auch gut in die Klinik bringen. Es geht um Leben und Tod. Deshalb wurde auch ein Notarzt alarmiert. Doch die Sanitäter sind als Erste am Einsatzort. Wie ist der Name? Die Retter müssen sich allein im Haus zurechtfinden. Das kostet wertvolle Sekunden. Mama, wo geht's denn hin? Um wen geht's denn? Also keine Angst, Kind ist wach. Das muss ich ehrlich sagen, liegen bei mir die Nerven wahrscheinlich ein bisschen mehr blank als bei meinem Kollegen. Das liegt vielleicht auch an der Erfahrung. Nachdem wir aber gemerkt haben, dass es quasi atmet, sich bewegt hat und allem drum und dran, waren meine Nerven auf jeden Fall erstmal beruhigt. Was passiert? Könnt ihr nicht? Ha? Ja, hier, die beiden können auch Spanisch. Stimmt. Spanisch sprechen. Ja. Was ist passiert? Warum sind wir hier? Hallo. Okay. Als die Eltern nur Spanisch und Arabisch gesprochen haben, war unser Kamerateam natürlich mit vor Ort und konnte tatsächlich für uns auch übersetzen, was uns einiges erleichtert hatte. Deswegen Props ans Kamerateam. Kurz darauf trifft der Notarzt ein. Das Kind ist wach. Es ist nicht reha-pflichtig, sie spricht nur Spanisch. Wir haben, wie gesagt, ein Kamerateam dabei, die können Spanisch, deswegen sind die gerade als Übersetzer drin. Auch für den Notfallmediziner eine glückliche Fügung. Das war ja dadurch, dass eine unklare Lage war und fraglich eine Kinderreanimation, Notarzt mit alarmiert. Die kamen, nachdem wir dann irgendwann in der Wohnung waren, auch recht schnell dazu. Die hatten eine weite Strecke, haben es schon recht schnell gepackt und dann hat der Notarzt übernommen. Und es war aber nicht bewusst drauf gewesen. Oh Gott, so dran. Trotzdem bangen die Eltern um ihren Sohn, der nicht richtig atmen konnte. Also in dem Fall hat der Notarzt quasi die Untersuchung bei dem Kind begonnen, wo für mich klar war, das Kind wird jetzt untersucht, wir können ein bisschen durchatmen. Der Notarzt hat auch in dem Fall nichts feststellen können. Dennoch muss die Atemnot des Kleinkindes weiter untersucht werden. Der Arzt hat bereits seine Vermutung, was dem kleinen Jungen fehlt, und weist ihn in die Klinik ein. Okay, pack ihn mal ins Auto. Das machen wir alles so, alle Vitalparameter mal einmal durch. Ja. Und also Zucker braucht er nicht, aber Herzfrequenz, Blutdruck und Sättigung, das möchte ich einmal haben. Und dann könnte man den ja nachfahren. Wie gesagt, wahrscheinlich ist er im Rahmen von Chips und Pseudogruppanfall. Und dürfen die kurz aus, dann ist ja alles gut. Ja. Doch die Eltern fürchten weiterhin um das Leben ihres Sohnes. Zur Abklärung sind wir dann einfach in die Klinik gefahren, weil es muss ja irgendwo was herkommen. Uno? Also einer darf mitfahren? In der Klinik sieht der Vater seinen Sohn gleich wieder, doch die Trennung fällt schwer. Ich finde, dass man ab und zu mal so ein leichtes, bähnendes Husten gehört hat. Deswegen ging es auch vom Notarzt aus einmal quasi in Richtung Klinik fraglich Krupp. Also es ist so eine kindliche Erkrankung. Und da ist so ein bähnender Husten so ein bisschen das Ding, was man dann wahrnimmt. Dazu kommt, dass der 6 Monate alte Junge schon seit längerem krank ist. Also die Mutter sagte, dass der schon seit Tagen so ein bisschen eine Bronchitis hatte. Und heute Morgen auch beim Kinderarzt waren, da wissen wir, ist das so ein Pseudogruppanfall, also eine Atemnot im Rahmen eines Infektes. Das ist ganz oft in dem Alter so. Und dann regen die Kinder sich oftmals auf und erbrechen auch. Da hilft schon meistens kalte Luft, dass sich die Kinder wieder beruhigen. Wir müssen einmal zumachen, es ist kalt hier. Die Lebensretter gehen behutsam vor, um den Säugling nicht zu verängstigen.
Alles gut. Guck mal, das ist die Mama. Doch die Untersuchungen sind dem kleinen Patienten unheimlich. Also nachdem der kleine Junge bei uns im RTW auf dem sogenannten Kinderrückhaltesystem war, damit er halt auch an der Trage festgeschnallt werden konnte während der Fahrt, habe ich einmal versucht, ein EKG zu schreiben, ein kleines. Da hat er noch gut mitgespielt. Mein Kollege hat währenddessen versucht, eine Sauerstoffsättigung abzuleiten. Das wollte er dann leider nicht so. Da hilft die spezielle Ausrüstung für Säuglinge und Kleinkinder an Bord. Achso, wegen der Blut, ja. Welche möchtest du, die mit den Dinos oder? Die, die passt. Guck mal, ich hätte Hunde oder Autos. Falls ihr mit. Der ist ja wirklich topfit. Fit für den. Also die könnten wir da damit verbinden. Ich glaube, wir nehmen lieber die. Dann messe ich manuell. Mit den kinderfreundlich gestalteten Messgeräten können die Lebensretter alle Vitalwerte erfassen, um den Zustand des Kleinkindes einzuschätzen. Von dem, was wir jetzt messen konnten, Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur, war erstmal alles gut. Der Notarzt hat dann auf die Lunge gehört, da hat er jetzt nichts Essentielles eruieren können. Dennoch muss der Junge im Krankenhaus durchgecheckt werden. Also wenn der kleine Junge fertig mit der Untersuchung im Krankenhaus ist und die Ärzte das okay geben und nichts feststellen können, die Werte tippitopp sind, dann darf er, denke ich, auch heute Nacht auch wieder nach Hause. Gute Aussichten nach einem dramatischen Nachteinsatz. Ein weiterer Notfall für Nils und Milena. Und direkt wissen die Lebensretter, sie müssen schnell sein. Wir fahren jetzt einmal mit Sondersignal zu einer 71-jährigen Patientin mit Verdacht auf Schlaganfall. Schnell die Frau anschauen, wenn irgendwie neurologisch auffällig ist. Kann sich schon mal einen Rautenstuhl holen. Ich check den Blutzucker und dann, ja. Bei einem Schlaganfall sagt man immer so schön, time is brain, weil tatsächlich pro Minute 1,9 Millionen Nervenzellen absterben. Geht's zu Ihnen? Der Sohn der Patientin befürchtet das Schlimmste und setzt alle Hoffnung in die Lebensretter. Hallo. Geht's um Sie? Hallo. Worum geht's denn? Vorhin wollte ich Wasser trinken und geht nicht schon, da geht alles. Wie ist denn der Sohn, meinen Sie? Vom Mund her, da war es auffällig? Ja. Rechts so ein bisschen? Ja, schief, okay. Und das Auge ist hier geschwollen, generell wie die Seite ist geschwollen. Von der Sprache her? Es geht. Aber anders. Anders, ja. Okay. So, beim Reinkommen hat man schon gesehen, dass bei der Frau ein bisschen im Mundwinkel hing. Der Sohn hat gemeint, ja, Sprache ist verändert. Und dann haben wir einfach schon einen Verdacht gehabt. Dann würde ich sagen, hol schon mal einen Tragerautenstuhl. Die Krankheitsanzeichen der Patientin scheinen die Vermutung der Lebensretter zu bestätigen. Also wir haben jetzt eine Patientin vorgefunden, die seit circa einer Stunde neurologische Symptome hat, die auf einen Schlaganfall hindeuten. Sagen auch die Angehörigen, deswegen gehe ich jetzt einmal unseren Stuhl holen, bereite die Trage vor, damit wir sie schnellstmöglich in die Klinik bringen. Irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Ja, Diabetes, Rheuma, chronische Blutung. Also ein bisschen was, okay. Ich finde es persönlich auch immer gut, wenn die Beteiligten vor Ort ruhig sind. Die Schwiegertochter kommt selbst aus dem medizinischen Bereich. Die war ganz gefasst und es macht uns die Arbeit immer ein bisschen einfacher. Dann mir einmal die Hände geben. Drücken Sie mal fest zu. Geht noch ein bisschen fester. Okay. Wir gucken nochmal, ob es der Blutzucker sein könnte. Okay. 191 ist der Blutzucker. Wie hoch ist der sonst bei Ihnen? Was soll ich sagen? 200. 200, okay. Ja, also Werte sind tippitopp. Ja. Und dann dürfen Sie mit meiner Hilfe erstmal aufstehen, dann setzen wir uns da auf den Stuhl. Okay, perfekt. Nils und Milena wissen, was auf dem Spiel steht und bewältigen die Treppen in Rekordzeit. Denn für eine endgültige Diagnose muss die Patientin sofort in der Klinik geröntgt werden. Noch, ja. Die Frau befürchtet, ihre Gesichtslähmung und ihr Sprachproblem könnten bestehen bleiben. Haben Sie selbst das Gefühl, dass Sie irgendwie von der Sprache her Schwierigkeiten haben?
eher von, dass sie die Worte singen können oder von der Aussprache her? Erstmal abwarten. Es kann immer sein, dass der Gesichtsnerv einfach nur entzündet ist. Dass sie deswegen aktuell so ein bisschen das Gefühl am Mund haben. Deswegen erstmal abwarten. Wir können natürlich nicht in sie reingucken. Was wäre dort abgeschlossen? Nochmal? Was wäre dort abgeschlossen? Wieder. Warten wir erstmal ab. Es gibt, das kann auch nur eine Entzündung vom Gesichtsnerv sein. Das ist nichts Schlimmes. Ja, das ist belastend. Ja, die Frau hat natürlich jetzt bedingt durch die Situation Angst gehabt. Deswegen muss man da auch mal schauen, dass man sie ein bisschen beruhigt. Man kann natürlich nicht sagen, es ist kein Schlaganfall, aber zumindest mal ein bisschen trösten und sagen, mal abwarten, es kann aber auch das und das sein. Auch wenn Nils die Ängste der Patientin bis zur Ankunft etwas mildern kann, der schwere Verdacht auf Schlaganfall steht weiter im Raum. Also wir haben die Patientin schnellstmöglich an den Neurologen übergeben. Der hat auch tatsächlich auf uns schon gewartet. Wir sind auch direkt ins CT und haben dann mit dem Neurologen und der Radiologie zusammen auf das Ergebnis gewartet. In unserem Fall haben wir jetzt gesagt bekommen, dass es kein Schlaganfall, keine Blutung ist. Also immer ganz gut für die Patienten. Muss halt jetzt geschaut werden, wo es herkommt. Notfallsanitäter Nils hat eine mögliche Erklärung. Dann kann halt sein, dass einfach nur ein Gesichtsnerv entzündet ist, was die Lähmung ausmacht. Sie hat auch gemeint, am rechten Ohr hatte sie die Tage mal irgendwas. Wo jetzt der Schwindel herkommt, vielleicht noch ein bisschen die Panik dazu. Muss man mal abwarten. Und dank unserer Lebensretter ist die Patientin jetzt in den besten Händen.